Gut, dann nehme ich die So, Fusionsgranate. ich habe jetzt umgestellt in der Hoffnung, dass es vielleicht besser ist jetzt. Raketenwerfer, Granatenwerfer. Oh. Ich habe einfach mal dieses CPU-Dingen da so ein bisschen runtergedreht. Also vielleicht ist die Aufnahme jetzt ein bisschen matschiger. Oh, da hinten Eigentlich stehen hilft wir. Das immer ganz. Ding. Es tut mir leid, wenn ihr Destiny jetzt nicht mehr in seiner vollen Schönheit sehen könnt. Es ist ja sowieso schwierig, das so geil aufzunehmen, dass ja, das ich denke, stimmt boah. Schon. Ey, was ist dann da oben los jetzt? Wie gesagt, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr irgendwie mein PC ein bisschen upgraden kann und dann gibt das auch wieder Aufnahmen in schön. Also ich habe sonst in die Angebot, gerade aktuell, weil jemand, der wollte von mir PC-Teile abkaufen, braucht nicht mehr. Ja. Hab gerade Mainboard und CPU über. RAM steckt alles noch drin, muss man nur einstecken in den Computer, ist noch zusammengebaut. Okay. Ist sogar Lüfter drauf. Mhm. Müssen ja, wir schauen. Wir gucken. Oh, ich hab keine Money mehr. Ich hab für meinen Schnipper noch ein bisschen. Was müssen wir jetzt überhaupt machen durch dieses ganze Rumgelegge eben? Warte, ich muss ein Abenteuer starten, das ich gefunden habe. So cool. Und ein Haus verlaufen. Oh, kann man hier was sammeln? Nee, das ist nur Leuchti. Oh, da hinten wäre das Abenteuer. Oh. Wo bist du? Du bist da irgendwo? Ja, ich starte mal das Abenteuer und gucke dann, was wir machen müssen. Ich bin jetzt quasi zurückgelaufen, wo wir gerade hergekommen sind, so, bei der ja, Brücke. Ich hier ist nämlich auch wieder so ein schlechter Empfang-Abenteuer, heißt das. Ich starte das mal. Wer weiß, wo wir hin müssen, mal gucken. Getting some weird feedback on the comms. Dev, did you put your teacup on the broadcast switch again? Looks like these fallen shanks are rerouting the signal. Try dismantling one and taking a close look at the insides. Ah, gefangenen Schweber auseinandernehmen. Okay. Hey. Suche das Feedback. Also hier sind ja solche Typen auf so komischen Fahrzeugen rumgelaufen. Hm. Also wir müssen einen von denen erledigen. Und... So. Ich hab's keine Ahnung, aber... Oh. Hey. Explosionen. Ja, die stehen da hinten, stehen halt welche. Ganz ich weit am Arsch der Welt, die sehe ich mit meinem Schnipper. Beim Schnipper sind die. Oh ja, ganz da hinten. Oh, da. Höre einen gefallenen Schweber und sammle seinen Kern auf, um mehr Informationen zu haben. Hier, die da drüben hatten, glaube ich, ein paar Schweber. Bei mir steht immer, achso, wo siehst du diese genaue Beschreibung? Wenn du Tab gedrückt hältst, also ach nicht so. Gedrückt hältst, sondern einfach Tab mal drückst. Oh, ich habe schon Schweber gefunden. Jetzt muss ich damit nur noch aimen so, lernen. Ja. Was ist denn das für eins Kackgewehr? Dann die droppen. Ah, hier ist noch einer. Genau, die droppen dann so Zeug. Und das muss man dann halt aufsammeln. Da läuft man einfach drüber. Darf ich das auch? Hm. Ja, jeder müsste das einsammeln können. We need the airwaves to be clear if we're to reach those poor souls who fled the city. There's a signal antenna nearby. I can use the core to try to find the source of whatever the fallen are doing. Jetzt müssen wir die Quelle lokalisieren. Mhm. Wir müssen irgendwas beschützen. Das ist ein Schildsymbol. Mal dahin. Mhm. Ich bin immer noch gewöhnt, dass ich den Tab nochmal drücken muss oder irgendeine andere Taste, damit es offen. Hey! Hab den da drin gesehen. Aber nichts getroffen mit meiner schönen Granate. Ja. Wenn man mit dem Ding aimt, ist es echt super. Da war was Spaß. Ich wollte auch mal Sachen abschießen, die dann neben dir explodieren. Uah. Ich will einfach nur wieder genügend Munition für meine Hauptwaffe sammeln. Die ist nämlich echt komisch. Ja, ich muss gleich auch mal wieder Waffen wechseln und dieses Gewehr hier, ich bin irgendwie überzeugt davon. Das ist so der, das ist eigentlich so der ewige Struggle in Destiny. Oh, eine neue Waffe. Kacke. 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 Und hier gerade irgendwas einsammeln. They missed their opportunity to take over this area after our friend touched the shard. And now they're too scared to fight us head on. Typical fallen. Loot. Warte, das Gewehr hier muss jetzt irgendwie mal. Endcannon habe ich noch oder Sidearm als aus. Ich nehme mal den Sidearm, glaube ich. Mach mal Sachen kaputt, solange.
Also, ich kann damit nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Ich auch nicht. Das für eins Waffe. Gib doch mal alle weg jetzt. Lass Mama mal hier in Ruhe stehen und Sachen sammeln. Tu mal Oma Küsschen geben. Echt mal. Bei drei steht hier, jetzt raus, tschüss! So, was haben wir jetzt davon? Sieht hab ich mein Schwert genommen. Liebe, wie super. Ja, wir müssen diesen Punkt hier cappen, oder? Da oben ist gerade so ein Balken, der voll wird. Ja, wir müssen. Also unten ist. Stand irgendwie, nee, hier an der Seite stand so, wir sind jetzt bei 49%. Achso. Ah, na toll, das nächste Schiff landet da hinten. Super. Kann ich die Waffe im Kampf wechseln? Weiß nicht, müsstest du aber im Zweifelsfall, glaube ich schon. Man ist sehr schnell wieder out of fire. Alter, ich hasse dich. Cool. Ach, jetzt habe ich dafür eh keine Munition mehr. Jetzt habe ich, ne, ich wohl. Jetzt habe ich hier so ein. Oh, das ist doch meins hier. Ich bin McCree, Leute. Ich bin McCree. Die Waffe mag ich doch viel lieber. Nur noch Munition hätte. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwas einsammeln kann. Da läuft etwas grün. Ah, das war grüne Muni für die Dingswaffe. Alles klar. Oh, so läuft das doch, wenn ich endlich hier wieder mit meinem Revolver spielen kann. Das gibt Overwatch-Feeling. Oh, das ist was Krasseres. Ein Signaltechniker. Oh, den habe ich gerade geheadshottet. Sehr schön. Ich würde sagen. Na. Also ich mag ja mein Scout-Gewehr ganz gerne, weil damit habe ich jetzt so lange spielen müssen, dass ich mich dran gewöhnt habe. Oh, da ist Muni. Ich mag das. Money holen. Ja, ich versuche dir die Leute da halbwegs vom Leib. Oh, vor mir ist einer. Vor mir. Geh. Hallo. Hä? Wo ist das? Hä? Wo ist das? Da. Gehst du weg. So. Da ist ein Schreber. Besser nicht. Nein, wir. Oh, Loot. Es ist ein bisschen. Wo ist Loot? Da. Finde die Quelle des Feedbacks. Dala. Das ist ein Eventsymbol, das kann mich aber gerade mal. Berge hochklettern in Destiny. Das ist halt fortgeschritten, das Jumping Puzzle. Was ist das da? Ich habe nur Sachen kaputt gemacht. Ich habe nichts. Ich mache gerne Sachen kaputt. Wo muss ich da runter? Ich wollte sowieso da runter. War alles Absicht, dass ich nicht einen Schuss getroffen habe. Au! Visionsgranate! Nee! So. Da hoch. Oder da unten lang. Ich finde diese kleinen XP an der Seite immer voll gut. Trifion wäre stolz auf uns. Ja, also Leute, wenn ihr Destiny 2 spielt und habt noch keinen Clan, kommt zu den Helden des Lichts. Beste. Schreibt mir einfach Battletech. Und am besten so via Twitter, damit wir noch das dann cool. Das ist wieder so ein Symbol. Wir brauchen noch einen Hashtag, irgendwie so Honeycore Destiny 2. So ungefähr. Honeycore Destiny 2, dann könnt ihr darunter nämlich. Oh, ist das hier wieder dunkel in diesem Tunnel? Ich halte mich nie wieder an die. Halte mich nie wieder an die Vorgaben, wie dunkel man ein Spiel stellen soll. Ich hab's schön hell. Mir lasert hier alles die Augen aus. Ich muss mal gerade hier so ein bisschen Fallen Banners. Open Settings. Video. Brightness, adjust brightness. Ich mach mal hoch. Einige Moskitogleiter sind. Ja, ich glaube, so ist ein bisschen besser. Mein Super ist gecharged, weil ich meine Brightness angepasst habe. Sehr gut. Ja, das hat ja auch was mit Licht zu tun, ne? Ne, ja. Mhm. Deswegen. Ich bin sehr gut in diesem Spiel mit meinem Jetpack und allem drum und dran. Das kann ich richtig gut. Da bin ich ja fast so gut wie ein Elex. Boah, Alter, die Waffe ist gestorben. Wenn ich was im Kopf treffe, dann ist es Sketch, oder das war's dann. Bumm, Chakalaka! Hey, kommst du da raus? Was schießt denn da? Ich sehe gerade da oben. Bis ich die gesehen habe, hast du die meisten schon getötet irgendwie. Achte immer auf dem Radar. Das bin ich bei Destiny tatsächlich so. Das ist richtig so eine Zwangsstörung geworden. Ja, das ist wahrscheinlich, da muss man sich noch dran gewöhnen. Immer wenn du. Da unten sind noch welche. Immer wenn du mir das wieder sagst, dann denke ich da auch dran. Aber. Ja. Das hat bei mir auch ein paar Stunden Destiny 1 gebraucht, bis ich mich da komplett drauf eingestellt hatte. Das Schweber. Wo ist der? Und noch da unten. Bei der Treppe. Ja, ist ungünstig. Und hinter uns. Wow! Holy crap! Da war ein bisschen nah dran.
Aha, da steht noch so ein Sack. Vorsicht, du stehst übrigens direkt neben so einem Fass, ne? Geil. Ich freue mich schon drauf, wenn ich explodiere. Hab mich angezündet. Okay, da muss noch irgendwo so ein Viech sein. Ich frage mich nur, wo? Da! Hallo! Okay, hab's auch. Oh, da ist noch so einer. Da, Nahkampfangriff! Das ist auch noch so eine krasse Sache, dieses so schnell auf C drücken, um den Nahkampfangriff zu machen. Da ich habe mir den auf die Maus gelegt, auf meine Maustaste, wo ich immer meine Nahkampfangriffe drauf habe. Ja, das ist auch sinnvoll. Okay, da oben ist anscheinend unser Ziel. Ah, so eine komische Wache, die ein scheiß Schild an dem er durchbrechen muss. Oh nein, mein Freund! Oh. We need to remember this place after we retake the city, so we can clear it out for good. Ich höre gerne Dinge aus. War jetzt hier unten noch irgendwo ein Loot? Nee. Wir müssen da hoch. Oh. Was bringt es mir, wenn dieser Balken da oben voll lädt? Ich weiß noch nicht. Wenn ich hier rausgehe, ist der weg und wenn ich wieder reingehe, füllt er sich auf. Das ist meine Healing Bubble. Ach so. Die funktioniert, glaube ich, auch so ein bisschen wie ein Schild. Ja, ich fliege echt wie ein Schwan. Ibim, sei Profi. Nutze einfach den ganz normalen Sprung. Ich bin Warlock, bei mir ist nichts normal. Ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Ebenso komisch, wenn sie springen. Na, mit der Waffe komme ich da oben nicht dran, mit der auch nicht. Ich habe gerade irgendwie nichts für die Distanz, merke ich irgendwie. Huch. Bin gleich sofort wieder bei dir. Kein Problem, ich gehe den. Nee, ich lebe nirgendwo hin, habe ich gehört. Schmeiß dir mal eine Granate da rein. Sonst so explodiert. Wie ein Traum. Ah, Gorilla-Angriff! Ja. Ich kann auch mit Nahkampf ordentlich bumsen. Ja, ich hatte nur gerade so gar nichts für die Ferne irgendwie. Ja, das ist scheiße. Da hab ich auch ein Fass. Wie oft ich einfach sehe, so, da wäre ein Fass gewesen. Das wäre fast witzig geworden. Ja, fast. Witzig. Was ich nicht treffe, ist das Fass. Was? Und schon wieder so eine Wollmaus-Waff-Dings. In den Kopf. Ich wollte sagen, die fliegt jetzt erstmal in die Luft da oben. Direkt in den Kopf. Boah, ich bin zerquetscht mit meiner Hand. Ich hab mitgeholfen. With that shield down, I can finally get a read on the source. It's close. Ducken. Ducken. Ganz doll ducken. Den Stein drüber. War hier gerade einer. Man sieht die aber schon immer, ne? Ja, es sah aber gerade so aus, als wäre da was gewesen. Oh shit. Fühlt sich voll gut an, da lang zu gehen. Einfach hier drunter her, du? Ja, einfach drunter durch. Du Gattis! Ich hab Angst! Ja, das sah wirklich gerade nicht so lustig aus. Aha, Explosionen! Oder auch schon wieder so ein. Oh, Gragus! Fetten. Nicht gut? Das wird schon so ein bisschen her, der Radunk, ne? Ich mach mir mein Heilfeld. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Verletzt mich nämlich jetzt. Meine Muni geht schon mal langsam wieder down. Mag das nicht. Hopp jetzt. So. Bin ich gerade so ein fetter Dude noch irgendwo? Nee, ne? Bleib mal da weg. Nee, ich glaube, einer müsste da noch sein irgendwo. Oh, da ist ihm aber der Kopf abgeflogen. Nee, die sind da noch. Die Orangenen. Attacke! Bam, 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 ich übertreibe! Meine Ulti hat ein bisschen was daneben geschossen. Ach, da. Aber schön, ich liebe meine Easy-Fähigkeit. Da oben ist der. Meine Waffe wechseln. Boah. Irgendwie das Gefühl, dass ich meine Super zu selten einsetze. Wann immer die ready ist und so fette Gegner kommen, voll wieder sofort hoch. Yeah, bombs ihn weg jetzt, komm schon. Der rennt vor mir weg. Er hat Angst. Warum nicht die Sau? Yes!
voll zerstört. No. Just before you took out that captain, I fried all their broadcast capabilities. No more jamming. Coming to the farm from all over the planet. Kannst nicht öffnen? Once we get that last relay set up, we can reach out to the rest of the system. Ich habe nicht drauf geachtet. Sehe ich mein Level irgendwo? Also jetzt ganz normal im Bildschirm? Nee, ne? Gar nicht. Nee. Aber wenn du F1 drückst und sagst, ich bin aber auch gerade so knapp Level 6 geworden. Nee, bei mir fehlen noch so. So ein Mühe. Was habe ich denn hier? Ein Pulse Rifle. Sachen. Ich komme Scout Rifle. Ich will aber mein Scout-Gewehr behalten. Ich hasse Impulsgewehre. Ihr könnt nicht mal unter dem komischen Impulsgewehr. Ich hab ein Snipper bekommen. Geil. Dann muss ich endlich nie mehr mit der Granatwerfer rumrennen. Da liegt jetzt erstmal hier Zeug. Submachine kennen. Ach so, habe ich die zweimal. Kann ich die eine jetzt zerlegen? Das ist weg aus Weiß. Das kann ich mal. Ne, so viel habe ich leider noch nicht angerührt für euch. Also schon. Ist auch mein Helm. Mein Helm, der ist noch. Andi, habe ich jetzt irgendwas Cooles? Kann ich mich jetzt schon aufplustern oder sowas? Balance gleiten. Springe während du in der Luft bist, um das Gleiten mit moderater Geschwindigkeit und Richtungsführung zu aktivieren. Das klingt irgendwie nicht wie etwas, was ich könnte, aber ich mach's mal, weil das Spiel es mir anbietet. Jetzt habe ich Angst. Okay, was passiert? Ich finde das irgendwie mit dem Gleiten nicht so, das irgendwie. Was sind eigentlich so die Unterschiede? So bei manchen Waffen sind ja diese blauen Symbole dran, ne? Weil ich habe hier zum Beispiel zwei Granatwerfer. Der eine ist 39 Attack und das ist dann so lila mit diesem Symbol da dran und das andere ist 50 Attack und ist dann so blau. Quasi Waffenarten. Das eine, also das gibt es das Feuer, das ist orange. Das Blaue kann man sich sowas ähnliches wie Frost vorstellen. Und ich glaube, das Lilane ist Fusion. Okay. Das ist auch manchmal bei Quests so, dass töte einen Gegner mit der und der Waffenart. Dann muss man zum Beispiel eine entsprechende Waffe dabei haben, die halt entweder so Fusionskraft macht oder eben so ein Zeug. Also okay. Und mein Shotgun mache ich mal weg. Die ist jetzt doch ein bisschen lame im Vergleich. Zeitarm, ne, da kann ich auch die Handcanne nehmen. Ist stärker. Der hat nur 22. Jetzt 65. Ich muss aber noch ein bisschen. Na gut, dann muss ich da warten, bis ich den Level gerade noch gemacht habe. Gut, ich glaube, hier kommt man wieder raus. Bist du hier den Berg hoch oder wo bist du hin? Ja, ich versuche gerade diesen Berg hier hoch zu gleiten. Ich glaube, irgendwie man kommt hier wieder raus. Ich meine, wir können uns auch porten, aber ich habe gerade den Ehrgeiz, diesen Berg hoch zu. Nee, kommt man nicht, man wird wieder rausgestupst. Gut, ich drücke mal Tab etwas länger und gucke, wo wir hin müssten. Also, wir haben diese Aufträge alle gemacht. Wir sind hier gar nicht mal so weit weg. Wir könnten uns. Oh, der Sniper ist ja nice. Ja, wir porten uns mal schnell Reise wieder Trostland, wie vorhin. Ja. Trostland da unten. Fast Travel. Ja. Oh, mein Schluck trinken nebenbei ist ja schlimm hier. Gutes Waldmeisterwasser, gib mir. Job, Kaffee. Okay. Oh, und jetzt auch nochmal bequem hinsetzen hier. So, dann ist doch alles schön, ist doch alles schön hier. Ist so. Ab wann war diese Wartung, was hattest du gesagt? Circa 17 Uhr. Ah, okay. Ja, müssen wir mal gucken. Erstmal. Ich würde sagen, wir machen einfach safe bis 4:30 oder so, nicht dass sie uns irgendwie. Ja, genau. Ich verfolge mal das nächste Ding. Vorsicht, du wirst angeschossen. I see this shit. Oh, for fuck's sake, ich hab eine Pistole, damit treffe ich doch nichts. Bin mir auch gerade unsicher, ob ich nicht noch ein paar Skillpunkte verteilen kann, aber das kann ich dann ja gleich machen, wenn wir da irgendwie. Ich mag's ja, wenn diese Granaten direkt stecken bleiben, ne? Am besten den direkt ins Gesicht. Ja, da gibt es tatsächlich auch einen Overwatch. Was habe ich hier? Ein Overwatch-Charakter, die hat als Ulti auch so eine Pulse-Bomb und, Oh nein, da ist so ein Wolf. Level up! Sehr gut.